Lilly geht's wie dir manchmal. Sie denkt sich, oh, ich schreibe ja morgen eine Klassenarbeit, da sollte ich doch ganz dringend mal im Heft nachschauen. Sie schaut also in ihr Heft, doch zu ihrem eigenen Entsetzen muss sie feststellen, dass sie ein riesiges Chaos fabriziert hat. Der Heftaufschrieb ist total unvollständig und zugleich gerät sie in Panik. Wie soll sie sich denn jetzt vernünftig vorbereiten? Ja, moin moin, hier bei Arnold erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. Damit dir nicht dasselbe passiert wie Lilly, gilt es, auch wenn es manchmal lästig ist, sich an ein paar Grundprinzipien der Heftführung zu halten. Das erste Prinzip lautet, mach eine Überschrift und vermerk unbedingt das Datum. Wenn sich dein Aufschrieb auf was anderes bezieht, also zum Beispiel im Arbeitsheft, schreib das unbedingt auch dazu, damit einfach alles übersichtlich ist. Wichtig ist, dass du auch ordentlich schreibst und platznutzend. Also bitte keine richtig riesigen Abstände dazwischen und so, dass du deine Schrift selbst noch lesen kannst. Dass du auf die Rechtschreibung achtest, ist ja, denke ich, auch klar. Wichtig ist noch, dass du vollständig bleibst. Vielleicht warst du mal krank, dann ist es wichtig, dass du dir den Aufschrieb besorgst und auch fehlende Arbeitsblätter einklärst. Manchmal sagt die Lehrkraft ja, dass man einen Regelkasten einkleben soll oder sowas in der Art. Und das Letzte ist auch ganz wichtig, weil das ist wie beim Essen. Wenn der Teller schön angerichtet ist, schmeckt's gleich doppelt so gut. Gestalte deinen Aufschrieb. Unterstreiche also die Schlüsselbegriffe, dann hast du auch schnelleren Zugriff auf dein Wissen und hebe die Überschrift hervor, sodass du gleich weißt, um was es in deinem Aufschrieb geht. Ja, gesagt ist das eine und getan das andere. Gestalte daher zu deinem aktuellen Unterrichtsthema einen übersichtlichen, schön gestalteten Heftaufschrieb, der die eben genannten Kriterien erfüllt. Und einen letzten Tipp noch mit auf den Weg. Es kann immer mal sein, dass dir im eiligen Schulgeschehen mal eine nicht so gut aussehende Seite in deinem Heft vielleicht misslingt. Gerade dann ist es ganz wichtig, dass du nicht aufgibst und so sagst, ja, jetzt ist das Heft eh insgesamt schon verloren. Nein, gerade dann gilt es, die Ordnung wieder zu halten. Und wenn du das schaffst, dann hast du die perfekten Voraussetzungen, um zu lernen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg.